Vielleicht haben wir gestern so eine Art Vorgeschmack bekommen auf das, was der Trend sein wird in den nächsten Wochen und Monaten, wenn wir mal uns zurückerinnern. Die Märkte haben ja erwartet, sollten die Demokraten auch in Georgia gewinnen, dass dann zunächst mal die Renditen für Staatsanleihen steigen. Das ist eingetreten. Dass dann aber der Dollar fällt, das ist nicht wirklich eingetreten. Und dass dann eben diese Stimulushoffnungen dazu führen, dass wahrscheinlich eben die Sektoren an den Märkten, die in 2020 ziemlich miserabel gelaufen sind, deutlich aufholen werden. Das ist bisher der Fall. Und möglicherweise Tech, das ja das Jahr 2020 dominiert hat, nicht mehr so gut laufen wird. Und das könnte eben auch der Fall sein. Und das könnte sich jetzt als Schema zunächst mal durchsetzen. Wahrscheinlich wird es so sein. Und da sind die Märkte vielleicht ein bisschen sehr optimistisch, dass die US-Demokraten es gar nicht schaffen, so viel Stimulus reinzupumpen ins System, wie die Märkte erwarten. Erstens, weil die Mehrheitsverhältnisse sehr, sehr knapp sind. Und zweitens daraus folgend, weil es einige demokratische Senatoren gibt, wie zum Beispiel Manchin, der kürzlich ja gesagt hat, also mit diesem Stimulus-Scheck $2000, da bin ich mir nicht so sicher. Und das gilt für den einen oder anderen Demokraten auch, der sagt, Leute, also das ist vielleicht alles ein bisschen overdosed, lasst uns doch erstmal langsamer anfangen. Aber schauen wir uns zunächst mal das Geschehen an. Wir haben jetzt die 10-jährige US-Staatsanleihe bei 1,15% nach oben ausgebrochen. Gleichzeitig sehen wir, dass der TLT, das ist das ETF, mit dem man langfristige US-Staatsanleihen handeln kann, doch extrem überverkauft ist, so überverkauft wie 2018, nicht mehr mithin. Diese Bewegung ist eben jetzt so ein Massenspiel geworden. Alle laufen in diese Richtung, steigende Renditen, und solange alle da so laufen, ist das eben auch der Fall, aber es birgt eben dann auch die Gefahr von Rückschlägen. Und was wir gesehen haben, Tech ist nicht gut gelaufen. Gestern die FANG-Aktien, die sind jetzt so tief wie seit November nicht mehr, also da gab es doch durchaus Rückschläge, die wir gesehen haben, angeführt etwa, ist kein FANG-Wert, aber eben solche Werte wie Tesla haben doch gestern deutlich belastet. Denn diese FANG-Aktien, diese Tech-Aktien, die sind sehr sensitiv, was steigende Zinsen anbetrifft. Und wir sehen jetzt auch, dass die Vola beim Nasdaq, also die Schwankungsbreite des Nasdaq, höher ist als etwa beim S&P. Da haben wir den VIX ja bei 24,08 und die Vola des Nasdaq ist bei 26,40. Das könnte ein Muster sein, A, Regulationssorgen, zumal jetzt ja die Rolle dieser Tech-Werte durch diese Bannung von Trump und den Seinen auf Twitter, auf Facebook nochmal anders diskutiert wird. Können wir zulassen als Gesellschaft, dass die bestimmen, wer zu Wort kommt oder nicht? Das dürfte ein großes Thema werden und dann möglicherweise auch die Tech-Werte belasten. Es ist auch so im Internet, wer von der Google-Suchmaschine nicht gefunden wird, der hat es wirklich schwer. Und das sind eben die Dinge. Dann ändert Google etwas, seinen Algorithmus, dann kommen plötzlich irgendwelche Geschichten wie Horoskope nach oben vor Weihnachten zum Beispiel. Hätten wir 3 oder 4 Suchmaschinen, wäre das kein Problem. Aber dadurch, dass alles sich auf diese Suchmaschine konzentriert, praktisch ein Monopol besteht, hat das massive Auswirkungen, die wir eigentlich gesellschaftlich nicht tolerieren können on the long run. Und das wird ein Trend sein, der dann auch mit den Demokraten sich immer stärker durchsetzen wird. Und wir sehen, dass der Dollar eben nicht schwächer wird. Warum wird er nicht schwächer? Weil eben die Renditen steigen. Damit steigt die Renditedifferenz zwischen etwa US-Staatsanleihen und deutschen Staatsanleihen, ist jetzt über 1,6%. Wird also für Ausländer attraktiver, im Dollarraum das Geld wieder zu parken. Dementsprechend fließt Geld in den Dollar, das unterstützt den Dollar. Dazu kommt, dass er überverkauft ist. Sehr starke Short-Positionierung am Markt gewesen. Allerdings ist das wahrscheinlich nicht so entscheidend wie diese ganz großen Kapitalströme. Wir sehen, wie die längste 3-Tages-Gewinne jetzt seit September. Also da ist durchaus was passiert beim US-Dollar. Und es sind die steigenden Renditen wie auch die Stärke des US-Dollars, die den Aktienmärkten nochmal wehtun könnten. Wir sehen hier eine Grafik von Sven Hendrik, oben der S&P 500, langfristig Aufwärtstrendlinie rangelaufen, ein bisschen abgeprallt. Und wir sehen unten den Dollarindex, langfristige Abwärtstrendlinie rangelaufen, dann nach oben abgeprallt. Das passt also wirklich parallel zusammen. Das spielt eine große Rolle, der Dollar und die Anleiherenditen sind jetzt das, worauf zu achten sein wird. Schauen wir uns mal die Performance gestern an, sehen wir Energy mal wieder. Das sind also die großen Verlierer des Jahres 2020.
wie auch die Finanzwerte positiv. Nicht positiv dagegen Information Technology und Consumer Discretionary, also dieser Sektor, der auch sehr, sehr stark gelaufen ist in 2020. Also wir sehen hier so eine Art Umkehrung. Möglicherweise muss man 2021 das Gegenteil tun dessen, was man in 2020 gemacht hat, was die Sektorenauswahl an den Aktienmärkten betrifft. Wem verdanken wir all diese wunderbaren Höchststände angesichts der Realwirtschaft, die ja ein bisschen anders aussieht? Natürlich der Fed, das hat gestern Jeff Gundlach, Bond-Guru, nochmal gesagt. Extraordinary, außerordentlich hoch sind die Bewertungen der Aktienmärkte. Supported only by the Fed. Na klar, von wem sonst? Oder von der EZB oder von wem auch immer. Die Aktienmärkte, so sagt es Morgan Stanleys Mike Wilson, der einen hervorragenden Ruf als Analyst genießt, tun so, als wäre die Wirtschaft schon wieder komplett offen, als wäre schon alles wieder ganz normal. Es ist nicht der Fall, aber es wird eben antizipiert und so entsteht jetzt so ein Hype, der sich nochmal verstärkt. Und gestern fand ich sehr interessant, habe ich ein Interview gesehen von Tom Barkin, das ist der Chef der Richmond Fed, der dann gefragt wurde von der Moderatorin, ja, wie ist es denn? Sind da nicht so ein paar spekulative Exzesse an den Märkten der Fall? Und dann sagte Tom Barkin, naja, also wir gucken jetzt weniger auf die Märkte, aber wir gucken auf die Wirtschaft und das mussten wir tun, um die Wirtschaft hier zu unterstützen. Und dann sagte er auch, natürlich ist es schmerzhaft, auch für mich als oder für mein Portfolio, sagte er wörtlich, dass die Anleiherenditen so tief sind, aber er hoffe und vertraue darauf, dass jeder schon die richtigen Entscheidungen treffe. Also es wird negiert, dass die Fed hier praktisch ja Blasen erzeugt, die dann in der Handhabung, wenn die platzen, kaum mehr zu bewältigen sein werden. Das ist ja die große Gefahr. Die Notenbanken sind Getriebene ihrer eigenen Entscheidung und wenn diese Geschichte zu blasenhaft wird, irgendwann die Luft aus dieser Blase gelassen wird, dann wird auch die allmächtige Fed nicht mehr zur Hilfe eilen können. Feds Kaplan, Robert Kaplan, Dallas Fed-Chef, ist der Einzige, der das ein bisschen auf den Punkt bringt, der sagt, wir erzeugen hier Blasen, die wir dann nicht mehr kontrollieren können. Der einzige Fed-Sprecher sozusagen, der wirklich die Wahrheit sagt. Und der hat gestern auch gesagt, ja, wenn wir durch zum Beispiel die Impfungen jetzt wirklich vorankämen, dann müssten wir eben auch Tapering betreiben, dann müssten wir also die Anleihekäufe zurückfahren. Ups, das will natürlich keiner hören, das würde ja weniger Liquidität bedeuten. Aber dennoch, die Kritik erfasst jetzt auch weitere Kreise an der Fed-Politik, an dieser Blasenbildung, die an den Märkten der Fall ist. Gestern Mohamed El-Erian, der sagt, ich glaube nicht, dass die Zentralbanken sich wirklich vollends bewusst sind, was sie da anrichten, dass sie praktisch diesen Moral Hazard hier befeuern, also dieses Risiko, das hier genommen wird, weil man sich sagt, naja, die Fed wird uns ja immer retten. Das ist genau das, was eigentlich eine Notenbank verhindern muss. Hier sehen wir die globale Liquidität und den MSCI World ziemlich gleichlaufend. Das spricht die Bände. Und möglicherweise gibt es aber doch ein paar Überlegungen. Es sind ja nicht alle doof in der Fed, sicherlich. Und die sehen natürlich auch, was mit Bitcoin passiert, was mit Tesla passiert, diese parabolischen Kursanstiege. Und da ist eben vielleicht doch im Hinterköpfchen bei dem einen oder anderen, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Müssen wir nicht langsam mal den Fuß vom Gas nehmen? Noch ist es nicht so weit, das ist wahrscheinlich noch Zukunftsmusik, aber es dürfte natürlich schon Überlegungen in diese Richtung geben. Wenn wir uns mal angucken, wer ist denn wieder mal der Gewinner? Das sind die Retail-Investoren, die sind year-to-date, also jetzt seit Jahresbeginn 9% im Plus, während die Hedgefonds, die immense Gebühren verlangen, nur 0,6% Gewinne bisher verbucht haben. Hier schreibt Zero Hedge, just hire a 13-year-old kid to manage your money. Also du kannst dann auch 13-Jährigen dein Geld geben. Das braucht keine Erfahrung. Das ist so ein bisschen wie 1999. Egal, steigt ja eh alles. Wir setzen eben auf die Lieblinge, die, auf die sich alle stürzen. Wir sehen hier, wie in 1999 das hier bei Optionen, dass es diejenigen sind, die wenige Kontrakte handeln, also Kleinanleger, die hier extrem stark unterwegs sind. Hier der blaue Chart, während der grüne Chart hier zeigte die größeren Volumina, also die institutionellen Investoren, deren Volumen geht zurück, während das Volumen der Privatinvestoren steigt. Wir haben am Freitag ja den kleinen Verfall, das wird zu beachten sein. Morgen wird der aktuelle VIX-Kontrakt verfallen. Kommen wir nochmal kurz zu der Politik, meine Damen und Herren. Interessant ist, dass Pence und Trump jetzt doch bis zum Ende der Amtszeit weiterarbeiten wollen. Es gab ja berichtet, dass
Trump maßlos über Pence geschimpft habe, aber man will jetzt offenkundig die Fasson bewahren. Das Tischtuch dagegen zerschnitten ist zwischen Mitch McConnell und Trump. Mitch McConnell sagt, ich werde mit Trump nie wieder ein Wort reden. Und wir haben jetzt auch wieder ein bisschen so diese Terrorgefahr. Ein Flug der Southwest mit 101 Leuten ist evakuiert worden nach einer Drohung, nach einer schriftlichen Drohung, die man gefunden hat. Flug von Baltimore nach Washington. Gleichzeitig auch die Meldung, dass 15.000 Soldaten dann zum Schutz der Inauguration von Joe Biden abbestellt worden sind. Also diesmal will man nicht denselben Fehler machen. Und es ist mal wieder typisch, was ich auch teilweise unter meinen Videos als Kommentaren gesehen habe, dass hier Trump in einem Telefonat mit Kevin McCarthy, ein republikanischer Abgeordneter, gesagt hat, ja, das waren diese Antifa-Leute, nicht? Wir haben ja alle ganz klar gesehen, das waren alles diese Antifa-Leute, die da im Kapitol waren. Also es kommt jetzt der nächste Mythos auf, an den glauben dann offenkundig viele, waren ja gar nicht meine Leute, waren die anderen, dass die Evidenz so überragend ist, die Fakten so überragend sind, stört jene Anhänger alternativer Fakten nicht, die schon immer sozusagen im Trump-Lager so ein leicht schwieriges Verhältnis zu Fakten und Wissenschaft haben. Dementsprechend kommt das nicht überraschend, wird aber wahrscheinlich der nächste Mythos sein, das waren ja gar nicht wir, das waren doch die Antifa-Leute, das ist sozusagen ja das Synonym des Bösen für die Rechtsleute, die in diesem Umfeld eben jener Leute sind, die das Kapitol gestürmt haben. Vielleicht noch kleine Nachrichten aus China. Xi Jinping, der Präsident, hatte gesagt, dass China in einer außerordentlich guten Situation sei. Time and the situation würde für China sprechen, also die Zeit und die aktuelle Lage. Mit der aktuellen Lage hat er recht, die Zeit spricht nicht für China. Warum? Weil einfach die Demografie extrem ungünstig ist, nachdem man jahrzehntelang eine Ein-Kind-Politik hatte. Jetzt hat man hier praktisch die Situation, dass diese einen Kinder, also dieses Einzelkind, dann die Eltern finanzieren muss, die Renten finanzieren muss. Das wird richtig schwierig und vor allem wird eine andere Mentalität bei diesen Kindern der Fall sein. Während die Eltern und Großeltern sich noch hart abgeschuftet haben, wird in diese Einzelkinder alles reingepumpt. Die sind ein bisschen verwöhnt, die wollen dann auch ein paar Rechte haben, was die Großeltern und Eltern noch nicht haben wollten. Die haben gesagt, Hauptsache wir steigen wirtschaftlich auf, dann ertragen wir auch die Diktatur. Das wird sich alles ändern. Also Demografie wird ein Faktor sein, der mittel- bis langfristig gegen China spricht und damit auch die Herrschenden in grobe Schwierigkeiten bringen wird. Jetzt plant man weitere Aktionen in Hongkong, so heißt es, nachdem man ja einige Oppositionelle festgenommen hat. Signal, dieser Messenger-Dienst, das war gestern Teil meines Videos, diese Aktie, die gestern ja fälschlicherweise über 1000% gestiegen ist, weil Elon Musk einen Tweet abgesetzt hat. Signal ist ein Messenger-Dienst. Viele Oppositionelle aus Hongkong kommunizieren mit diesem Dienst, wie mir Stefan Jäger gestern mitgeteilt hat, auch von finanzmarktwelt.de. Also das ist etwas, was sozusagen nicht überwachbar ist, weil die Daten nicht in einer Cloud gespeichert werden. Und wir haben die Situation, dass die chinesische Führung jetzt auch stark gegen die Finanzinstitute vorgeht, also vor allem diese Fintech, diese Newcomer, die jetzt hier aufgestiegen sind. Man will offenkundig deren Daten sichern, denn es ist für China, für eine solche Diktatur wichtig zu wissen, was passiert da wirklich genau, und man hat Angst, dass man hier die Kontrolle verliert ein bisschen. Jetzt sagt man, ihr müsst komplett eure Daten offenlegen und uns alles mitteilen. Hier sehen wir, dass dieser chinesische Finanzsektor doppelt so groß ist inzwischen wie der amerikanische Finanzsektor, und das zeigt auch, welche Risiken in diesem Finanzsystem der Fall sind. Das soll es also erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren. Das ist die Lage. Wenig Bewegung jetzt auf Future-Basis vorbörslich. Aber wir werden sehen, ob die steigenden Renditen und dann eben auch der stärkere Dollar möglicherweise doch mal Gegenwind bedeuten werden. Politische Unsicherheit jetzt noch im Rahmen der Amtseinführung von Biden sind die Faktoren. Ansonsten natürlich alles bullish, meine Damen und Herren. Nur mit einem neuen Spiel. Ich wünsche das Allerbeste. Bis dann. Servus und ciao.